Angaben zufolge sollen die Prigozhin-Truppen im Laufe des Tages in die Region mit jetzt vorgedrungen sein. Das liegt rund 400 Kilometer südlich von Moskau. Wie gesagt, aber vor einer knappen Stunde dann die Meldung, Prigozhins Truppen sollen offenbar gestoppt worden sein. Der Vormarsch ist offenbar erstmal beendet. Tja, Yevgeny Prigozhin ist ein Mann, der im besten Sinne eine in Anführungszeichen schillernde Karriere in Russland gemacht hat. Er war selbst erstmal mehrere Jahre im Gefängnis, hat danach ein Catering-Unternehmen gegründet, was ihm auch den Spitznamen Putins Koch eingebracht hat. Doch das reichte ihm nicht. Er gründete zuerst im Verborgenen die Wagner-Truppe und letzten Herbst hat er sich dann endgültig offen dazu bekannt. Heute hat er sich gegen Putin gestellt und offenbar wieder beigedreht. Wie könnte dieser Machtkampf am Ende ausgehen? Prigozhin selbst nennt es einen Marsch für Gerechtigkeit. Es sei ein Marsch gegen die korrupten Eliten in Moskau.